Hallo Leute, für euch auch dieser Duft, der muss natürlich für euch vorgestellt werden. Und zwar auf Englisch habe ich ihn schon vorgestellt. Und Leute, ich spreche von nichts anderem als von einem Middle East Fragrance, ja, von Rasasi. Und zwar von dem 9325, Leute. Das ist der mit dem Zebra, okay? Und das hier ist ein wirklich guter Klon zum Creed Aventus. Der hat definitiv 85% die gleiche DNA. Nur der ist hier vielleicht ein Tick mehr zitrischer, hat mir auch ein Bekannter von mir gesagt, der beziehungsweise Arbeitskollege, er findet ihn ein bisschen zitrischer. Ich finde ja auch den Creed Aventus ein bisschen, dass man da leicht was rausriechen kann. Und der hier ist auf jeden Fall ein Top-Duft, der Apfel auf Basis auf Apfel und Basis auf definitiv Pineapple hier. Ja, also Leute, wirklich Weltklasse-Duft. Ja, den solltet ihr testen. Der ist fruchtig, der ist frisch, der ist super, super passend für als ein Ausgehduft. Der ist besondere Anlässe, könnt ihr ihn im Sommer, im Frühling, sogar im Herbst tragen, weil der hält mega lange durch. Das ist das Gute: 6 bis 7 Stunden locker. Definitiv auf eure Haut und wenn ihr sofort eure Klamotten auftragt, sogar mehr. Wirklich, wirklich sehr gute Arbeit von Rasasi hier mit den 9325. Wirklich top. Aufpassen auf diesen Zebra-Flakon. Ja, das soll der Zebra sein, weil es gibt auch andere Düfte, die sind hier nummeriert. Ja, und es gibt auch eins mit einer anderen Nummer, der ähnelt zum Beispiel den Nasomato Black Afghano. Und nicht, dass ihr sonst da den Falschen erwischt. Das hier ist auf jeden Fall der Zebra. Ja, das solltet ihr drauf gucken. Toller Slim-Design vom Flakon her, finde ich auch ganz schlicht gehalten. Toll, sehr schlank. High Quality an Ingredienzen hier, muss man echt auf jeden Fall sagen. Bergamotte, Freezy, Apple, Jasmin, das macht alles zusammen. So eine gute Kombination aus zitrischem Duft, ja, aus Apfel und wie gesagt, aus Ananas hier. All Season Long tragbar, definitiv, finde ich. Außer wie gesagt, jetzt im Winter würde der aber definitiv auch durchhalten im Winter. Das glaube ich auf jeden Fall, weil die Qualität hier ist wirklich, wirklich hoch. Ist ein Top Creed Aventus Duft, der ja, für mich auch sogar ein Unisex. Er wird als Herrenduft angegeben, aber ist dem für mich nicht so definitiv auch für Damen tragbar, wenn ihr diese Creed Aventus DNA mögt. Leute, das war's schon von mir. Gebt ihr mir Bescheid, was ihr von diesem Duft haltet, wie ihr ihn findet, wenn ihr ihn schon getestet habt. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich sag schon mal, ciao, Belli.